Weiter geht's mit Foundation und wir sind mittlerweile im 20. Monat angekommen. Und wir haben unzureichende Behausungen. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich genügend Platz haben dafür. Das sieht tatsächlich so aus, ne? Dann werden wir mal hier vorne einfach ein bisschen mehr einzeichnen. Dann können sie sich da ein paar Häuser bauen. Da hätte ich dann doch kein Problem mit. So, wie sieht es denn mit der Glasproduktion aus? Oh, wir haben 3 Edelsteine und Glas. Jetzt ist die Frage, ob wir damit schon irgendwas Sinnvolles bauen können in Richtung Luxuswaren. Ich würde nämlich gerne langfristig eine Luxusware auch selbst produzieren. Milchhof, das haben wir alles. Das ist ab 20 Bürgerliche, da kriegen wir Bier. Weizen und Hopfen brauchen wir dafür. Okay, Weizen hätten wir tatsächlich mehr als genug. Das wäre mal eine Überlegung wert, ne? Dass wir uns 20 Bürgerliche holen und uns nochmal Bier brauen. Juwelierwerkstatt, ja, da brauchen wir Goldbarren für. Goldschmelze. Schneiderei gilt auch nicht. Glashütte. Gottesdienst haben wir, Administration haben wir, Dekoration. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir noch irgendwo ein vernünftige Luxuswaren herzaubern können. Im Moment sieht es für mich noch nicht danach aus, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, das werden wir schon sehen. Ich würde übrigens gerne hier einen Zaun bauen, damit unsere Dorfbewohner nicht die ganze Zeit hier auf diese Waren hier gucken müssen. Und wir haben dazu ein paar schöne Zäune. Und da würde ich tatsächlich auf so eine schöne Holzmauer zurück, Steinmauer zurückgreifen. Wir bauen die erstmal dahin. Dann einmal dahin. Mal gucken, das sieht natürlich jetzt maximal uncool aus. Das sieht natürlich nicht schön aus. Und dann setzen wir das einmal dahin. An den Weg ran. So. Ja, das sieht doch gut aus. Und dann einmal noch da lang. So. Ja. Und dann sind unsere Dorfbewohner, wenn sie hier stehen, dann sehen die das nicht so direkt. Obwohl, man müsste hier... Gibt es hier eine Möglichkeit, vielleicht ein Tor zu bauen? Im Medieval Stones? Wir gucken mal. Vielleicht haben wir da irgendwie noch ein Tor. Ja, hier gibt es einen Torbogen. Das könnten wir mit dazu bauen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ne? Oder wir nehmen den Torbogen. Aber der passt nicht von der Größe her. Schwierig, schwierig, schwierig. Wir haben hier natürlich ein paar schöne Sachen drin. Schönen Steinpavillon. Das können wir natürlich alles noch platzieren, gerade auch bei der Kirche. Eine schöne Laterne. Ich würde sagen, wir versuchen das trotzdem mal. Also, wir versuchen mal, 2 Torbögen zu bauen. Das sollte von der Helligkeit eigentlich passen. Das sind natürlich eher Hausbögen, aber das kriegen wir schon hin. Also, einmal da. Daran setzen wir dann eine kleine Wand. So. Und daran dann nochmal ein Torbogen. In der Hoffnung, dass das ausreicht. Ja, zack. Na, guckt euch das an. Ist das cool? Jetzt muss da noch bitte einmal so ein Träger ran. Ich hoffe, dass wir das auch noch hinkriegen. Haben wir da einen vernünftigen, der ähnlich aussieht? Nee, der nicht. Der eventuell. Ah, der könnte tatsächlich genauso aussehen. Dann bauen wir den nach dort. Ja, das sieht gut aus. Zack. Ja, sehr hübsch. Wunderbar. Das gleiche können wir hier hinten auch nochmal machen. Dass wir auch hier einen Eingang bauen.
So, dann einmal ein Torbogen bitte. Machen wir es denn? Dort. Übrigens, das, was ich hier benutze, sind Mods. Ne, also, nur noch mal zur Info, dass ihr nicht denkt, dass das tatsächlich Standard dabei ist. Das gibt es so nicht. So, und das da kommt er ran. Einmal bauen bitte. Und den führen wir jetzt einfach da mit rein. So, ist das nicht cool? So als quasi als Mauer und Zugang zu unserer Industrie. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Dass die Leute auch wirklich wissen, wo sie reingehen. Und sie gehen tatsächlich jetzt durch diese Tore, ne? Ach, sehr hübsch. Das freut mich. Und dann haben wir jetzt auch wirklich hier eine Mauer stehen zu unserer Industrie. Und wenn man hier mal vorbeiguckt, dann sieht man das nicht so. Dann sind die Leute nicht so unglücklich. Ich glaube, das wird unser Dörfchen hier doch gut boosten. So, wie sieht's hier aus? Da sind wir bei plus 7. Das ist bald fertig. Und hier vorne hat noch gar keiner angefangen. Buntglas. Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Muss das einer bauen? Wir versuchen mal an hier ran. Es gab hier diese Bildhauerwerkstatt. Wir setzen die Bildhauerwerkstatt da mal dran und bauen die mal. Mal gucken, ob wir das Ding erstmal bauen müssen. Ansonsten werden wir einfach die Kirche noch erweitern. Das wäre auch kein Problem. Apropos Kirche, sind die eigentlich voll jetzt hier? Nö. Also wir haben mehr als genug Platz in den Kirchen. Okay, wir sind übrigens bei 112. Und ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich mir einfach der Vollständigkeit halber das Teil hier noch hole. Unzureichende Behausung. Ja, wir haben noch Platz gemacht. Das sollte auch jetzt passen. Aber ich bin mir halt noch nicht sicher, ob wir das machen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch holen würdet von dieser weiteren Siedlung. Wir können ja einfach mal drüber fliegen, was es hier noch so gibt um unser Haus, um unsere Stadt. Das hätte natürlich den Vorteil, dass wir hier weiter Fischer bauen könnten. Ne? Das haben wir schon. Das finde ich im Moment wirklich einfach komplett überflüssig. Genauso wie die beiden hier. Das könnte man halt überlegen, dass man sich die irgendwann holt und dann wirklich hier eine große Insel baut fürs Kloster. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ansonsten finde ich das im Moment wirklich überflüssig. Das hier glaube ich auch nicht. Das könnte man überlegen, dass man hier die Stadt oder die Industrie hier hintenrum erweitert. Stadt haben wir jetzt genug für unsere Leute. Da haben sie hier genug zum Arbeiten und Leben. Ansonsten könnte man auch tatsächlich das hier mit dazu holen. Aber da würde ich dann wahrscheinlich eher in die Richtung ausweiten. Auf jeden Fall genug Platz haben wir noch hier. Das muss man sagen. Hier gibt es... Moment, gibt es hier... Ist das ein Quarzvorkommen? Nee. Das ist ein Marmorvorkommen, ne? Ja. Aber wir haben noch kein Goldvorkommen bei uns. Ein Mönch bittet um unsere Audienz. Oh, das hätten wir fast verpasst. So, da steht er auf unserem wunderschönen Steinweg. Seht ihr das? Herrlich, oder? So, es sind schwere Zeiten. Was möchte er denn haben? Holz. Und ich würde sagen, wir helfen jetzt auch mal dem König. Wir haben das Holz. Machen wir direkt fertig. Und bitteschön. Sehr gut. Und ich würde sagen, dem Mönch verfolgen wir einmal, wie er aus unserem Dorf nach Hause geht. Okay, das war ein kurzer Weg. Und wir schauen mal, ob wir hier vorne noch irgendwen haben. Wer jetzt diesen langen, beschwerlichen Weg nach Hause macht. Ah, wir gucken mal, wo sie hin möchte. Holzfäller. Ich habe gerade frei. Na, guck. Das passt sich doch perfekt. Folgen wir der Guten mal. Na, gucken wir mal, wo sie hingeht. Komfort könnte sie wieder gebrauchen. Und sie geht durchs Tor. Arbeitet 120 Meter von zu Hause. Wahnsinn. Okay, sie ist zu Hause und hat sich ein bisschen Komfort geholt. Und jetzt hätte sie wahrscheinlich ein bisschen Hunger und Durst. Aber erstmal in die Kirche. Nein, tatsächlich erstmal was zu essen holen. Und bezahlt. Sehr cool. Jetzt noch einmal beten. Wunderbar. Ich glaube tatsächlich, dass uns die Kirche hier von der Produktivität massiv gesteigert hat, weil die Leute halt jetzt zum Beten nicht immer hier hinten hin müssen.
weil sie das jetzt wirklich alles hier vorne machen können. Ich glaube, das wird uns in der Produktivität ganz schön voranbringen, wenn das hier fertig ist. Okay, ansonsten sieht es ganz gut aus. Ich mache mal ein bisschen schneller. Und wir können uns nochmal die Beförderung angucken. Ist die Frage, ob wir jemanden befördern wollen. Das Problem ist, was ich jetzt halt sehe, dass wir die Luxusbedürfnisse nicht befriedigen können. Haben wir denn irgendwas in Richtung Honig auf Lager? Nee. Also das ist momentan echt ein Problem. Ah doch, wir haben 8 Stück. Wir kaufen was ein. Aber wir können es halt nicht selbst befriedigen. Das ist das, was mich tatsächlich ein bisschen stört. Deswegen bin ich halt unschlüssig, ob wir jetzt wirklich kontinuierlich aufrüsten sollten, was die Bevölkerung angeht. Die Frage ist halt, was uns 20 Leute bringen würden. Wir schauen mal. 20 Bürgerliche würden bringen Jagdtücke, Hütte, Holzerner Wehrturm, Zielelemente und eine Waffenschmiede. Na gut, das wäre halt spannend, ne? Dann könnten wir die ganze Militärmission machen. Wir haben aber auch den Punkt dafür nicht. Dann hätten wir hier ein Steinset fürs Herrenhaus. Den Punkt hätten wir tatsächlich. Hier fehlen uns 20 Bürgerliche. Dann könnten wir einen Handelsbonus uns holen. Taverne, Tavernenmauer, Steinset. Ich würde fast sagen, wir machen das. Wir machen das. Wir holen uns 20 Bürgerliche. Und dazu werden wir erstmal aufrüsten und uns weitere... Wo haben wir sie denn? Das sind 200, 20, 50... Wir holen uns weitere Gemeine. So. Sehr schön. Und mit denen müssten wir jetzt die Bürger freischalten können. Da holen wir uns nochmal ein paar von. So. Okay. Und dann holen wir uns ein paar Bürger. Obwohl, nee, da gibt es, glaube ich, noch eine Zwischenstufe, ne? Auf jeden Fall holen wir uns gleich nochmal einen Bürger. Mehr Geld haben wir jetzt gerade nicht. Okay, sehr schön. Okay, wir haben auch weitere Gebäude freigeschaltet. Oh, guckt euch das an. Ressourcenproduktion. Ein Fassbinder. Na. Wir können jetzt Fässer bauen. Warum das denn? Eine Eisenschmelze. Was können wir denn produzieren? Nein, wir können Hopfen und Bier brauen. Ach, ist das herrlich. Und wir haben 20 Bürgerliche. Wir haben's, Leute. Wir haben's. Niedrige Steinmauer, Kirche, Handelsbonus. Sehr schön. Jetzt fehlen noch der 50 Prunk und... Das können wir uns auf jeden Fall holen. Steinset. Hier fehlen uns die 20. Taverne, Tavernenmauer, Taverne, Steinset. Holen wir uns auch alles. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da brauchen wir auch den Einfluss. Aber jetzt holen wir erstmal den Handelsbonus, Kirche und die Steinmauer. Ach, sehr, sehr, sehr schön. Wunderbar. Das bringt unser Dorf auf jeden Fall voran. Toll. Und jetzt können wir nämlich unseren eigenen Hopfen und unser Bier brauen. Cool. Und das bringt mich dann tatsächlich zu dem Punkt, dass ich das hier dann gerne hätte, um unsere Industrie hier hinten weiterzubauen. Und dann werden wir die Mauer hier vorne lang führen, dass wir das Ganze hier so ein bisschen abschotten. Dass wir wirklich unsere Wohnhäuser entsprechend machen. Steinzett fürs Herrenhaus ist verfügbar. Das gucken wir uns doch gleich mal an, oder? Was haben wir hier? Eine neue Kirche. Boah, Leute, ich habe gerade eine Kirche gebaut. Ernsthaft? Gucken wir uns auch gleich mal an. Was haben wir noch verfügbar? Eine Taverne. Oh. Hohoho. Ach, das bauen wir doch zuerst. Ist die Frage, wo? Ich würde sagen, die Mitte vom Dorf ist ja nach wie vor hier, ne? Ist die Frage, ob wir die da hinkriegen? Nee, oh, da, die ist zu groß. Die ist zu groß. Ich würde es tatsächlich dann hier hinten hinsetzen. Die Taverne. Ja. Wir setzen die dahin. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal was produzieren für die Taverne. Das sollten wir mal machen. Also, weggetreten. Das passt. Dann lassen wir jetzt mal langsam weiterarbeiten. Die können... Eine Nachricht von der Kirche. Gott würde es zu schätzen wissen, wenn ihr einen Moment... ein Monument errichten würdet, was seiner Pracht würdig ist. Okay, ja, das können wir gerne machen.
Baut eine Kirche. Ah, okay, ja, die andere Kirche. Ja, das können wir natürlich machen. Das werden wir auch machen. Aber wir müssen jetzt erstmal weiter Hopfen produzieren. Und das würde ich sagen, machen wir jetzt aufgrund des mangelnden Platzes erstmal hier oben. Und dann werden wir auch die Ausbeute einmal hier machen, dass das weg kann. Das hier kann weg. Das kann noch weg. Warum er jetzt hier nicht weiter abholzt, weiß ich nicht. Wir machen das mal dahin. Das Holz machen wir da mal weg. Und das Holz hier hinten machen wir auch mal weg. Dass er sich jetzt wirklich erstmal primär um diese ganzen Sachen hier kümmert. Gut. Dann der erste Schritt. Wir brauchen einen Speicher. So. Den Speicher setzen wir dahin. Und dann kommt eine weitere Nahrungsmittelproduktion. Eine Käserei ist es nicht. Wir brauchen eine Hopfenfarm. Die Hopfenfarm kommt dahin. So. Und dann haben wir einmal die Brauerei, macht Bier und braucht dafür Weizen, Hopfen und Wasser. Weizen haben wir genügend. Das können wir tatsächlich da hinsetzen. So. Und dann kommt da vorne direkt hin noch ein Brunnen. Einmal dahin. So, dann sollten wir hier jetzt das Bier brauen. Ich frage mich aber wirklich, ob die auch Fässer brauchen dafür. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Wir könnten ja eine Fassbinderei mal machen. Da bin ich mir nicht sicher. Ich meine, hier steht halt, er stellt Bier her aus Weizen, Hopfen und Wasser. Ich würde sagen, wir bauen so eine Fassbinderei einfach mal. Das macht jetzt irgendwie keinen Sinn, das Ding nicht zu bauen. Das können wir tatsächlich auch direkt hiermit hinsetzen. So. Und dann sollten wir auch die Einwanderung wieder aktivieren. Das wäre natürlich jetzt ärgerlich, wenn wir dafür zu wenig Leute hätten. So, sehr schön. Dann haben wir das Thema und wir sollen eine Kirche bauen. Das machen wir. Und ich bin nach wie vor dann der Überzeugung, dass wir die Kirche bauen wir hier hin und eine Taverne bauen wir hier hinten hin. Ich denke, das sollten wir so machen. Obwohl natürlich hier vorne die Position für die Taverne besser ist, wenn es hier den Alkohol gibt. Ja, dann kommt, dann machen wir das. Dann bauen wir die Taverne lieber hier vorne hin. Das finde ich dann doch besser. So, einmal Taverne bitte. Mauer bauen. Oh, sehr cool. Was wir jetzt schöne Mauern machen können. Sehr hübsch. So, eine Taverne. Und dazu einmal dahin. Da bräuchten wir auf jeden Fall einen Eingang. Eine Tür. Oh, ist das cool. Dann werden wir auf jeden Fall die hier nehmen. Moment, können wir auch direkt das Steinset, die Steinhalle. Ah, das geht wahrscheinlich nicht, wa? Und da reicht es, wenn wir diese Steinhalle machen? Ja, könnte man machen. Das sieht mir ein bisschen mehr nach Taverne aus, ne? Dann machen wir da mal eine Tür ran. Wieder eine passende Tür. Gucken wir mal. Ein Balkon. Eine Brücke. Ja, nicht so richtig. Eine Küche stellt Mahlzeiten aus Wildschwein und Käse her. Ah, wir haben noch keine Jagdhütte. Schade, 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 schade. Okay, dann lassen wir das lieber nochmal weg. Schuppen, Stallungen haben wir noch nicht. Ah, diese Eingangstür gefällt mir nicht. Wir machen mal die ganz normale. So. Dann setzen wir daran. Ah, da bin ich noch nicht von überzeugt. Steinerweiterung wäre eventuell was für hinten, aber das passt. Ha! Es passt gerade noch so da dran. Oder? Passt das doch nicht? Nein, es passt nicht mehr. Ah, das ist ja ärgerlich. Dann sollten wir das Ding tatsächlich noch ein bisschen verschieben. Und dann kriegen wir hinten die Steinerweiterung mit dran. Ah, sehr schön. Wunderbar.
Den nehmen wir gleich ein bisschen mit höher. Das war zu hoch. Okay, da gibt es keine Stufe mehr. Dann lassen wir das so. Und dann setzen wir hier hinten. Das passt nämlich besser. Zack, einmal diesen Erker ran. Dann gibt es einen Erker da. So. Und dann schauen wir mal, was wir noch haben. Ich würde nämlich tatsächlich noch gerne einen Balkon machen. Hier hinten vielleicht. Ah, das passt eher da hinten. Aber das wäre dann außerhalb des Territoriums. Schauen wir mal, ob wir das noch ein bisschen verschieben können vom Platz. Dahin. Und dann hier hinten den Balkon. Müsste schon so daran. So, ja, das ist gut. Dass man dann schön da hinten steht und in die Richtung auf den Fluss guckt. Wunderbar. So, was haben wir noch hier unten? Da könnten wir noch so ein paar Zierelemente ransetzen. Die Frage ist, wie kann man sich das hier überlegen? Was könnte das sein? Ja, das könnte irgendwie so ein Lagerhaus oder so sein, ne? Das finde ich ganz okay. Eine Brücke brauchen wir, glaube ich, nicht. Was haben wir noch hier Feines? Ja, ein Stall, oder? Das finde ich gut. Hier auf die Seite noch einen Stall ran. So. Und dann haben wir, glaube ich, alles. Ja. Das sollten wir so machen, ne? So, das Ding hat keinen Sinn. Das machen wir weg. Und dann haben wir unsere Taverne fertig. Wir schauen mal, ob wir alles produzieren. Steine. Das haben wir alles. Und einmal bauen, bitte. Jawohl. Unsere Taverne ist im Bau, ihr Lieben. Es freut mich ungemein. Oh, guckt euch das mal an, was wir hier Tolles bauen. Diese Wohnhäuser sind wirklich herzallerliebst. Die Kirche ist im Bau und in der nächsten Folge kümmern wir uns mal darum, dass wir hier eine Kirche machen. Lagerplatz ist voll. Ja, ich hoffe ja mal, dass irgendwann mal einer kommt, der uns mal so ein paar Bretter abkauft. Aber gut, wir haben ja jetzt auch ein bisschen... Wir haben jetzt auch hier ein bisschen an Leuten gewonnen. Wir haben an Einfluss gewonnen. Wir haben jetzt... Leute, oh Gott! Das haben wir total vergessen. Unsere Brücke ist ja fertig. Oder? Ist sie noch im Bau? Oh Gott sei Dank, sie ist noch im Bau. Ich habe gedacht, die ist schon fertig. Okay, da müssen wir natürlich auf achten. Das wollen wir nicht verpassen, dass unsere Brücke hier fertig ist. Meine Herren. Und diesen Zaun ziehen wir natürlich jetzt auch erstmal passend hier an die Brücke mit dran. So. Und zureichende Behausung. Ja, dann sollen sie sich doch welche bauen. Hier ist doch noch alles frei. Ist alles frei noch als Wohngebiet. Können wir auch noch alles auszeichnen hier. Ist alles noch voll bauen, so kein Problem. So, null Bewohner. Warum denn? Niedrig. Ja, Wohnfläche ist das Problem, ne? Okay. Aber das kriegen sie schon hin. Hier wird auch munter gebaut. Und, ah Leute, guck mal, das Ding ist jetzt auch fertig. Drei Baumeister. Jetzt sollten wir mal gucken. Keine Projekte zugewiesen. Ich bin halt am Überlegen, ob diese Bildhauer jetzt endlich mal den hier fertig bauen können. Denn an dem Ding hängt es jetzt hier. Also, ich weiß echt nicht, warum dieses Buntglas jetzt tatsächlich nicht gebaut wird. Wir haben ja alles, ne? Also, wir produzieren jetzt ja selbst Glas und die Sachen auch. Also, das produzieren wir jetzt ja alle selbst. Das haben wir ja hier hinten. Wir schauen mal, was wir auf Lager haben. Glas haben wir. 5 Edelsteine mittlerweile. Schmiede haben wir auch. Das heißt, auch hier produzieren wir Werkzeuge ohne Ende. Ich würde tatsächlich auch jetzt mal in Anbetracht der Bildhauerwerkstatt... Okay, wir haben es nicht zugewiesen. Ja, mein Fehler. Ich würde tatsächlich jetzt mal in Anbetracht der Situation gucken, dass wir einmal das Ganze hier überarbeiten. Wir haben nur noch 6 Käse auf Lager. Dann werden wir den Käse bitte hier rausnehmen. Brote, ja, der Produkt, also was ich halt jetzt merke, die Leute essen tatsächlich ziemlich viel Käse. Vielleicht müssen wir da echt nochmal ein bisschen nachlegen. Wir haben noch genug Milch, das heißt, wenn überhaupt, ist die Käserei ein Problem. Jetzt gehen wir mal kurz in die Pause, hier haben wir nämlich schon wieder genug Aufträge, um die wir uns gleich kümmern müssen. Holz, Brot können wir auch verkaufen, aber da mache ich tatsächlich einen Minimallagerbestand von 100. Dass wir ja auf jeden Fall genügend haben.
Steine haben wir momentan nicht. Steinblöcke verkaufen wir auch. Dann machen wir aber mal 10 Notsteinblöcke. Ansonsten, was haben wir noch? Gewöhnliche Kleidung, 10 Notkleidung passt. Stoff haben wir noch, da wird alles sogar nachproduziert. Honig kaufen wir einmal zu 20, haben wir nichts auf Lager. Kohle haben wir, Glas haben wir. Die Frage ist, können wir das Glas eventuell verkaufen? Das machen wir mal raus hier. Und das machen wir auch raus, das produzieren wir uns ansonsten selbst. Ist die Frage, ob wir das Glas auch verkaufen können an irgendjemanden. Nee. Möchte er nicht. Na gut, kein Problem. Dann einmal einen kurzen Blick noch hier rein. Und wir sind immer noch weit entfernt von unserem Prunk. Und ich hoffe, mit unserem Bildhauer haben wir das Problem jetzt beseitigt. Wir bleiben nochmal einen kurzen, werfen nochmal einen kurzen Blick, würde ich, in die Gebäude, dass wir hier keins übersehen haben. Da können wir einen Träger zuweisen. Ansonsten, die Sammler bleiben so, das hatten wir ja extra gesagt. Ja. Dann haben wir es für heute, würde ich sagen. Und ich bin mal gespannt, wie es hier mit unserer Hopfenfarm weitergeht. Und ich muss sagen, ihr Lieben, unser Dorf ist ziemlich stark gewachsen. Wir sind jetzt bei 140 Leuten, 94% Zufriedenheit und es steigt und steigt und steigt. Macht's gut, bis morgen, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.